Könnt ihr euch vorstellen, euren kompletten Arbeitstag lang einen LKW zu fahren? Ständig auf Achse, und wenn eure Arbeitszeit vorbei ist, dürft ihr euch auf dem Weg zu eurem Zielort die Beine vertreten, schlafen und bald weiterfahren. Der Gedanke daran, in einer Fahrerkabine zu stecken und einen gewaltigen Laster zu kontrollieren, treibt mir persönlich Schweißperlen über die Stirn, wenn ich mir diese Aufgabe nur vorstelle. Die folgende Geschichte wurde von jemandem geschrieben, der selbst LKW-Fahrer ist. Verfalle im Wahnsinn. Verdammt! Schon der dritte Rastplatz, von dem ich runterfahren muss, ohne einen Schlafplatz gefunden zu haben. Ich sehe auf die Uhr. Nur noch 30 Minuten Fahrzeit. Dann droht Fahrzeitüberschreitung, was natürlich teuer und zudem noch ein Kündigungsgrund ist. Tja, Leute. Die Behörden denken sich Gesetze aus, aber um dafür zu sorgen, dass wir LKW-Fahrer diese auch einhalten können, ja, dafür sind sich die feinen Herren dann zu schade. Es ist schließlich nicht erst seit gestern bekannt, dass es viel zu wenig Rastplätze für LKW-Fahrer gibt, die ihre Ruhepausen einhalten wollen. Aber was soll man machen? Eine 18 Meter lange Parklücke bietet ja nicht jeder Parkplatz, also trete ich aufs Gas und rolle die Beschleunigungsspur entlang. Ein von hinten kommender Kollege macht mir die Spur frei und ich blende, nachdem er mich überholt hat, auf. Erstens zum Dank, dass er mir Platz machte und zweitens, um ihm zu signalisieren, dass sein Auflieger an mir vorbei ist. Er schert vor mir ein und dankt mir mit dem Blinker. Ich blicke nervös auf das Navi und sehe, dass auf den nächsten 50 Kilometern kein Rastplatz angegeben ist. Na super. Mit etwa 80 Kilometer pro Stunde schaffe ich keine 50 Kilometer in einer halben Stunde. Jetzt bleibt mir nur noch zu hoffen, dass ich in den nächsten 28 Tagen nicht in eine BAG-Kontrolle gerate und meine Fahrerkarte nicht ausgelesen wird. Sonst, naja, ab 40 Euro ist nach oben alles möglich, wenn ihr wisst, was ich meine. Etwa 20 Kilometer später beginnt das Aufzeichnungsgerät zu blinken. Nur noch 15 Minuten. Resigniert blicke ich auf die Anzeige und drücke die Warnung weg, als im Lichtkegel meiner Scheinwerfer ein blaues Schild erscheint. Eines mit einem P darauf und einer Angabe von einem Kilometer. Ich blicke auf das Navi und runzle die Stirn. Dort ist kein Rastplatz zu sehen, aber vielleicht wurde dieser erst neu gebaut und ist noch nicht auf den elektronischen Karten verzeichnet. Ohne mir weiteres zu denken, ergreife ich die letzte Chance und schalte den rechten Blinker bei der 300-Meter-Markierung ein. Tatsächlich beginnt eine Verzögerungsspur und an deren Ende sehe ich ein weiteres blaues Schild, das mit dem P. Auf 20 Kilometer pro Stunde runtergebremst, fahre ich eine kurze Zufahrt hinunter, in eine Art kleine Senke. Der Parkplatz ist nicht groß, keine Toiletten, keine Beleuchtung und eher eine schmale Fahrbahn, an der beidseitig längsseits Parkflächen angebaut worden sind. Es ist eng und schmal für einen 40-Tonner-Sattelzug, aber ich kann hier übernachten. Lediglich ein einziger anderer LKW parkt etwa in der Mitte der Straße, auf der rechten Seite. Ich lenke meinen 40-Tonner direkt hinter den Kollegen und bleibe in etwa 8 Meter Abstand hinter ihm auf der Parkfläche stehen. Erleichtert atme ich auf. 10 Minuten vor der Fahrzeitüberschreitung kann ich den Motor ausmachen und das Schreibgerät auf Ruhepause für die nächsten 11 Stunden stellen. Der LKW vor mir ist ein Lebensmitteltransporter mit tschechischem Kennzeichen. Ich steige aus, um mir die Beine zu vertreten. Die letzten 4 Stunden verbrachte ich schließlich im Sitzen. Ich schaue mich um. Der Rastplatz ist nicht groß, wie ich es bereits sagte, aber ruhig gelegen, etwas abseits der lauten Autobahn und von einem Wäldchen umgeben. In der Ferne zwischen den Bäumen kann ich mehrere weiße, klotzartige Gebäude ausmachen. Sie sind mit einem hohen Zaun umringt. So vermutete ich, dass es sich dabei um Industrie- oder Lagerhallen handelt. Neugierig, wie ich bin, hole ich mein Smartphone aus der Tasche und google diesen Ort. Etwas seltsam kommt es mir vor, dass außer den klotzartigen Gebäuden, die, wie sich herausstellt, zu einer staatlichen Forschungseinrichtung gehören, kein Rastplatz oder Autobahnparkplatz erwähnt wird. Ich schiebe diese Überlegung zur Seite, mit derselben Erklärung, die ich schon früher abgab, und stiefle wieder zurück zu meinem Truck. Doch bevor ich einsteigen kann, um die Gardinen zuzuziehen und mich einem YouTube-Video oder einem gestreamten Film auf meinem Laptop zuzuwenden, begegne ich dem tschechischen Fahrer. Er heißt Radic und kann nur schlecht Deutsch, aber wie das so unter Kollegen auf der Autobahn ist, braucht man keine Sprache, um sich zu verstehen. Radic holt einen Grill aus seinem Staufach heraus und baut ihn zwischen den beiden LKWs auf. 2 Klappstühle und ein umgedrehter Bierkasten, schon haben wir einen Tisch, an dem wir essen können. Radic holt einen Beutel mit frischen Cevapcici aus seinem Kühlschrank. Ich steuere ein paar Bratwürste samt 4 Flaschen Bier bei und bevor wir uns versehen, sitzen wir beide an unserem improvisierten Tisch und essen zusammen Cevapcici mit Bratwürsten und trinken Bier.
In seinem schlechten, gebrochenen Deutsch erklärt mir Radic, dass er nach dieser Lieferung eine Rücktour in die Heimat fahren wird, wo seine Frau und seine zwei Söhne schon seit 3 Monaten auf ihn warten. Er zeigt mir Fotos. Seine Frau ist hübsch und seine zwei Söhne lachen mich vom Foto aus an. Ich frage ihn nach seiner Lieferung, nicht unüblich zwischen Kollegen, und Radic erklärte mir, dass er 25 Tonnen rohe Schweinehälften geladen hat und nicht mehr weit zu der Abladestelle fahren muss. Als ich die Adresse erfahre, stutze ich, denn es handelt sich um diese klotzartigen Gebäude, die in der Ferne zwischen den Bäumen aufragen, aber wozu verdammt nochmal braucht eine Forschungsinstitution 25 Tonnen rohes Fleisch? Etwa 2 Stunden später, es ist etwa 23 Uhr, drücke ich herzlich die Hand von Radic, wünsche ihm eine gute Nacht und sichere Heimkehr. Er sagt etwas auf Tschechisch zu mir und lächelt freundlich, woraus ich entnehmen kann, dass er mir in etwa dasselbe wünscht. Ich steige wieder in mein Fahrerhaus und ziehe die Gardinen zu. Nach einem amüsanten YouTube-Video auf meinem Laptop lösche ich das Licht und haue mich in die Koje. Vorne vernehme ich das leise Brummen der Kühlanlagen von Radics Truck, doch es stört mich nicht. Ganz im Gegenteil, das monotone leise Brummen wiegt mich schnell in den Schlaf. Ich weiß nicht, wie lange ich geschlafen habe, als ich durch einen Knall und das Kreischen von sich verbiegendem Metall aus dem Schlummer gerissen werde. In erster Linie denke ich, dass ein übermüdeter Autofahrer den vor mir parkenden Truck gerammt hat, doch ein erneuter Knall und ein lauter panischer Schrei lassen mich schnell an dieser Theorie zweifeln. Etwas stimmt nicht. Etwas stimmt dort vorne ganz und gar nicht. Ich greife hinter meinen Fahrersitz und hole meine Hausordnung heraus. Ein kurzer Schläger mit Eisennieten bestückt. Man hört ja nicht selten, dass LKW-Fahrer gerne überfallen werden. Gerade an solchen abgelegenen Orten wie diesem hier. Vorsichtig schiebe ich die Gardine ein Stück zur Seite, aber ich sehe absolut gar nichts. Eine Weile lang schaue ich in die Dunkelheit, bis sich aus dem Schatten des Kühltrailers eine Gestalt herausschält. Ich kneife die Augen zusammen und versuche zu erkennen, was ich dort sehe, doch es ist kein Mensch, kein Autobahnräuber oder Einbrecher. Das Wesen, das gerade um den Auflieger schleicht, ist etwa 3 Meter groß. Es bewegt sich auf allen Vieren und zieht die Hinterbeine langsam nach, wie eine Art riesiger Gorilla. Seine Vorderläufe oder Arme enden in riesigen Pranken, die gerade mit einem einzigen Hieb die Tür des Trailers abreißen, als ob es sich um Papier handeln würde und nicht um doppelt isolierte, verriegelte Kohlefaser, welche so stoßsicher gebaut ist, dass 25 Tonnen es nicht aufschlagen könnten, wenn sie dagegen prallen würden. Schnell verstehe ich, dass meine Hausordnung das Vieh dort nur wütend machen würde, aber keinesfalls aufhalten oder gar verletzen könnte. Es springt auf die Ladefläche und verschwindet in der Dunkelheit des Laderaumes. Als einziges sind jetzt nur schmatzende, grunzende und knurrende Geräusche zu vernehmen. Vielleicht war es meine Neugier, vielleicht die Tatsache, dass ich sowas noch nie gesehen hatte, aber irgendetwas brachte mich dazu, den größten Fehler zu begehen, den ich in dieser Situation machen konnte. Ich hätte wegfahren sollen. Scheiß auf Fahrzeitüberschreitung. Ich hätte verdammt nochmal einfach wegfahren sollen. Meine Hand wandert an den Fernlichthebel neben dem Lenkrad und zieht ihn nach oben. Die Fernlichtscheinwerfer meines Trucks blenden auf und erleuchten das Innere vor dem vor mir parkenden Trailer im hellen Xenonlicht. Mir wird schlecht und ich sacke in den Raum zwischen den Sitzen, als sich mir folgendes Bild bietet. Dieses Ding, das mich blutverschmiert aus dem Innenraum anblickt, scheint eine Art Mischung aus Wolf, Bär und Gorilla zu sein. Es hat einen riesigen, wolfisch anmutenden Schädel, in dem glühende Augen in das blendende Licht blicken. Es reißt sein Maul auf und brüllt ein Geräusch, das ich bis heute keinem mir bekannten Wesen zuordnen kann. Das Maul mutet wie das eines Krokodiles an und teilt den Schädel scheinbar in 2 Hälften, ganz davon abgesehen, dass es über 2 Reihen haifischartiger, blutgetränkter Zähne am Ober- und Unterkiefer verfügt, zwischen denen noch Fetzen rohen Fleisches hängen. Sein Körper ist spärlich behaart und besteht scheinbar nur aus Muskeln und eiternden, tumorartigen Auswucherungen. Missgebildet und unsymmetrisch, mit kurzen, krummen Hinterbeinen, aber umso mächtigeren Armen, die mit überdimensionierten klauenbewehrten Pranken enden. In einer dieser Pranken schaut mich der abgerissene Kopf von Radic an. Seine Augen grotesk verdreht und aus seinem Mund hängt ein blutiger Fleischfetzen, der wohl früher seine Zunge war. Die andere Pranke schaufelt gerade eine Schweinehälfte in das riesige Maul. Es verschlingt das Fleisch in einem Stück und mit unerwartet schneller Bewegung springt es von dem Trailer.
Meine Hand rutscht vom Abblendhebel und ich sacke ohnmächtig zu Boden. Mein Inneres gibt auf, findet sich damit ab, dass mir nun dasselbe Schicksal blüht wie Radic. Um mich herum wird es schwarz und als letztes spüre ich, wie eine warme Flüssigkeit sich in meinem Schritt ausbreitet. Na großartig, eine jämmerliche Art abzutreten. Wenn ihr dachtet, dass der Horror nun für mich geendet hat, dann täuscht ihr euch. Er fing gerade jetzt an. Wieder zu mir gekommen, eingenässt und benommen, greife ich nach meinem Smartphone und wähle den Notruf. Ich stammle in den Lautsprecher, denn ich kann nicht genau beschreiben, was ich da gerade sah und was passiert ist. Es dauert nur wenige Minuten, als die Kette der seltsamen Dinge, die ich an diesem Tag erlebe, fortläuft. Auf einmal werden die klotzartigen Gebäude, die ich hinter den Bäumen durchscheinen sehen kann, hell erleuchtet. Ich höre Alarmsirenen und es bricht dort ein ziemlicher Tumult aus. In der Ferne höre ich schon die Polizeisirenen und ein Hubschrauber taucht am Himmel auf. Doch seltsamerweise richtet er seinen Suchscheinwerfer nicht auf mich oder auf den Schauplatz des Verbrechens aus, sondern beginnt hektisch die Gegend abzusuchen. Im ersten Moment bin ich froh, einen Streifenwagen in der Einfahrt zu erblicken, aber diese Freude vergeht mir schnell. Der Streifenwagen bleibt neben meinem Truck stehen und zwei Polizisten stürmen heraus. Sie reißen die Tür von meinem Fahrerhaus auf und das nächste, was ich mitbekomme, ist das Knie im Rücken, das mich zu Boden drückt und die Handschellen, die mir umgelegt werden. Als ich protestierend zum Streifenwagen geschliffen werde, kann ich noch sehen, wie einige Fahrzeuge den Tatort befahren. Männer in weißen Ganzkörper-Overalls steigen aus und anstatt die Spuren zu sichern, fangen sie an, eiligst alles zu säubern. Dann werde ich abtransportiert. Ich wurde in eine Verwahrungszelle gesperrt. Keine Fragen, kein Verhör, kein Protokoll. Die Polizisten telefonierten nur eine Weile lang, bevor sie mich wieder aus der Verwahrungszelle holten und ohne ein Wort mit mir zu reden, in die nächste JWR brachten, in eine U-Haftzelle steckten und den Schlüssel wegschmissen. Ein halbes Jahr saß ich dort völlig von der Außenwelt abgeschnitten. Ich weiß nicht, was sie meiner Familie, meinem Chef oder meinen Freunden erzählten. Egal, wie viele Briefe ich schrieb, wie oft ich mich mit meinem Anwalt unterhielt. Alles wurde abgeblockt. Die Briefe verschwanden auf wundersame Weise. Der Anwalt zuckte nur ratlos mit den Schultern und meine Telefonate wurden im Keime vereitelt mit der Ausrede, dass Verdunklungsgefahr besteht. Man knallte mir eine Anklage auf den Tisch und sagte, ich soll unterschreiben oder in meiner Zelle verrecken. Mord im besonders schweren Fall, lautete sie. Ja, man schob mir alles in die Schuhe, konstruierte Beweise, rührte die Medientrommel für die Öffentlichkeit, die mich nun auch als ein Monster wahrnahm. Und als ich vor Gericht stand, torpedierte man meine Aussagen direkt mit einem Kopfschütteln oder stempelte sie als Schutzbehauptungen ab. Wer glaubt denn schon einem brutalen Mörder und Psychopathen? Mein Anwalt versuchte nicht einmal, mich zu verteidigen. Er schwieg, nachdem ich aus dem Augenwinkel sah, dass zwei adrett gekleidete Herren auf ihn zutraten und ein kurzes, aber anscheinend sehr deutliches Gespräch mit ihm führten. Das Urteil lautet: lebenslängliche Isolationshaft mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Die besondere Schwere der Schuld wurde festgestellt. Der Grund war aber kein Mord, denn ich habe niemanden ermordet. Ich sah nur zu viel. Ich vermutete zu viel und anhand der Reaktion vermutete ich richtig. Dieses Ding, das ich dort auf der Ladefläche sah, war kein Geist, kein Dämon oder Teufel. Es war ein Experiment. Entkommen aus dem Labor, das ich dort sah. Ein illegales, grausames und verwerfliches Experiment. Aber seien wir mal ehrlich. Was interessiert es jemanden, der die Macht und das Geld dazu hat, sowas zu erschaffen, wenn er weitere Leben dadurch zerstört? Zum Beispiel das zweier kleiner LKW-Fahrer, die am falschen Ort, zur falschen Zeit ihre vorgeschriebene Ruhepause machen wollten. Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, an diesen Tagen viele Monster kennengelernt zu haben. Aber nur eins davon habe ich gesehen. Die anderen sitzen hinter Schreibtischen, tragen Laborkittel, Anzüge oder Uniformen. Eine erschreckende Vorstellung, was die Menschheit für Dinge hinter verschlossenen Türen zustande bringen könnte. Genetische Experimente an Tieren und garantiert auch am Menschen werden zumindest meiner Meinung nach irgendwo auf der Welt garantiert durchgeführt. Und wer weiß, zu was für grauenvollen Ergebnissen diese geführt haben. Blinke zum Dank für diese Geschichte doch gerne mit dem Daumen nach oben. Und solltest du noch kein Fertonini sein, gönn dir eine Vignette in Form eines Abo-Buttons, um regelmäßig Videos bei mir zu gucken. Unterstützen kannst du mich übrigens über Patreon. Wenn du möchtest, dass ich meine Ware auf YouTube noch an den Mann bringen kann, ist das eine gute Möglichkeit, mir zu helfen. Übrigens, morgen ist der 1. Oktober.
Freut euch auf einen ganz speziellen Monat. Bis dann, meine Fettuninis.